Mein Name ist Daniel Ziegner, ich bin freiberuflicher Journalist und befasse mich da vor allem mit Videospielen. Ja. Die Play ist eine Veranstaltung, wo ich seit Jahren immer mal hin wollte, weil ich von allen, auch vielen Menschen, die ich kenne, die regelmäßig hier sind, viel Positives gehört habe und ich habe es nie zeitlich geschafft. Deshalb ist das jetzt meine allererste Play und meine allerersten ganz frischen Eindrücke. Wie würde ich es beschreiben? Ich glaube schon, mein erster Eindruck ist sehr, sehr verspielt, auch wenn das vielleicht ein bisschen platt jetzt klingt bei dem Namen, aber es ist eine sehr verspielte Veranstaltung, ja. Was ich mir von der Zukunft der Spiele wünsche oder hoffe oder erwarte, ist auf jeden Fall, dass es mehr Spiele gibt, die genau das tun, was im Motto steht dieses Jahr von der Play. Und zwar wirklich versuchen und das auch schaffen, die Welt ein kleines Stück weit zum Besseren zu verändern. Weil ich glaube, Spiele haben das Potenzial schon, aber ich glaube, sie tun es noch zu selten, so gut, wie sie es könnten.